Tag hier zusammen, seid herzlich willkommen zu diesem Testvideo der Debeugler Cereola, kerniger Genuss, also quasi Keks mit Müsli obendrauf, hier in der Sorte Schokomüsli. Ich habe die Dinger mal vor einiger Zeit gesehen, soweit ich das in einem Kommentar von euch beim Unboxing der World of Sweets Box, da war es nämlich drin, gelesen habe, gab sie auch mal. Ich meine auch, sie schon mal gesehen zu haben, dann irgendwie nie wieder. Jetzt sind sie wohl scheinbar wieder da, unter Vorbehalt. Ich kenne sie jedenfalls nicht und umso interessanter wird es, sich die jetzt in diesem Video anzuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, ihr habt die Debeugler Cereola schon in der World of Sweets Box gesehen. Da habe ich sie her ausgepackt und hier gucken wir sie uns jetzt mal genauer an. Das Ganze ist ein Keks, sind Kekse mit 25% Kakaocreme, 13% Müsli-Bestreuung. Ich finde den Namen so lustig, Müsli-Bestreuung. Es klingt so an wie Blumenbefruchten oder irgendwie sowas. 5,5% zartbitter Schokolade. Schon Eduard Debeugler setzte 78 auf ehrliches Backhandwerk. Gutes Gebäck aus besten Zutaten für alle, die ganz bewusst genießen wollen. Ganz in seiner Tradition backen wir Cereola noch heute. Kernig, körnig und lecker. Naja, gucken wir mal. Es ist ja Müsli drauf, deswegen kann man sagen, es ist irgendwo sicherlich auch gesund. Wobei man jetzt auch wieder darüber diskutieren könnte, wie gesund Müsli ist. Es ist gesund, schön ballaststoffreich, aber das dann auf dem Keks zu machen mit Schokocreme und das dann als gesund zu bezeichnen, ist auch eine andere Sache. Und hier kommen wir wieder zu einer ganz anderen Sache. Es ist die Frage, was gesund ist und was nicht. Wir wollen ja nicht zu viel diskutieren, ich müsste mal wieder so ein Labervideo machen. Aber geistige Gesundheit ist wichtiger als irgendwie, was weiß ich, Schokolade zu essen und sich danach schlecht zu fühlen. Dann zu sagen, nee, Schokolade ist ungesund, ich esse keine Schokolade. Dann wird man hier oben irgendwann auch Banane. So, aber diese Diskussionen sind immer schwierig und deswegen lassen wir die jetzt einfach und gönnen uns einfach mal diesen kernigen Genuss in Riegelformat. Ja, wir gucken sie uns mal genauer an. So, hier haben wir sie jetzt und jetzt gucken wir sie uns mal genauer an. 6 Stück sind drin, beziehungsweise ja, 6x24, 144 Gramm, also eher so kleinere Snacks. Nährwerte könnt ihr hier anschauen, um zu sehen, wie gesund sie sind. Und hier habt ihr die Zutaten. Ja, hauptsächlich Keks, das sieht man ja auch, ne? 25% Kakaokreme, 30% Müsli-Bestreuung, sprich über die Hälfte, 60% sogar ungefähr, sind Keks. Palmfett, Haferflocken drin, Weizen, Vollkornmehl und so weiter und so weiter. Sehr lange Zutatenliste, wollen wir uns mal nicht genauer anschauen. Vielleicht interessant sind die Haselnüsse, 1,5%. Und Moment, ja, die machen hier gerade tierisch Krach draußen, geht mir einfach nur auf den Sack, ey. Handwerker. Okay, wir gucken uns die Riegel einfach mal an. Ja, kleines Tütchen hier. Und so sieht das Ding aus. Ja, nicht ganz so wie die Vorlage. Aber sieht doch ganz gut aus. Hier mit dem Cereola-Aufdruck. Hier haben wir so eine Schokocreme. Und hier die Waffel. Sieht optisch eigentlich wirklich nice aus. Oder? Würde ich sagen. Das ist sogar fotowürdig. Und jetzt probiere ich mal. Ich gehe mal davon aus, dass das ganze Ding jetzt hier schön knusprig wird. Wir können das ja mal anschauen. Ja, relativ knusprig. Hier seht ihr Schokocreme innen drin. Oh ja. Der Keks, schön knusprig. Die Kakaocreme, eher so weich. Ist jetzt irgendwie nicht Schokolade, sondern wirklich eher so eine festere Kakaocreme. Festere Nutella. Der Kakaocreme prägt auch den Geschmack. Kakaocreme prägt den Geschmack mit dem Keks zusammen. Von dem Müsli kriegt man nicht so viel mit. Man merkt höchstens, dass das mal so ein bisschen fester wird. Ihr könnt da oben vielleicht auch die Schokotropfen sehen. Da sind auch welche drauf. Das Ding ist lecker. Das schmeckt mir gut. Mhm. Die Debeugler Cereola. Leckerer Keks tatsächlich, wie es draufsteht, mit einer Kakaocreme, mit dem Müsli, schmeckt mir einfach gut, die Kombination, kann man machen. Also wirklich, hat mir sehr gut gefallen, ich bin recht überrascht, ich hätte es nicht gedacht, gerade diese Kakaocreme mit dem Keks, das ist eine tolle Sache. Also gerne mal ausprobieren, vielleicht kennt ihr sie noch und vom letzten Mal, wo sie gab, schreibt mir gerne einen Kommentar oder auch, ob sie euch interessieren und ich sage danke fürs Zuschauen, bis bald und ciao.